Man kann sich bei Google Maps und hier Maps wunderbar den Verkehr, die aktuelle Verkehrslage anzeigen lassen, also Staus und so weiter und auch Baustellen. Dazu muss man aber wissen, wo man hinklickt. Es gibt zwei Varianten, sich das anzeigen zu lassen. Entweder man macht eine ganz normale Routenplanung, dann wird es automatisch angezeigt. Man kann aber auch auf der ganzen Karte das anzeigen lassen. Wir machen mal beide Varianten schnell durch. Routenplanung wird so aussehen, dass ich hier oben erstmal eine Stadt eingebe. Ich gebe mal Nürnberg ein. Dann klicke ich hier auf das Routenplaner-Symbol. Und gebe München ein. Und hier oben wähle ich mal nur das Auto aus, dass er mir hier keinen öffentlichen Nahverkehr zeigt. Und jetzt sehe ich schon an der Schreibweise von den verschiedenen Strecken hier, wo der meiste Verkehr zu finden ist. Und zwar sehe ich hier auf dem ersten Vorschlag, dass es nur 1 Stunde 41 ohne den ganzen Stau und Verkehr zwischendrin dauern würde. Und die aktuelle Prognose ist eben, dass es 2 Stunden, also 1 Stunde 59 dauert. Bei den anderen genauso, 2 Stunden 13 und 2 Stunden 43 und beim letzten 2 Stunden 4 und 3 Stunden 46. Und ich sehe dann auf der Karte auch auf der ausgewählten Route, beziehungsweise wenn ich die anderen Routen markiere, würde ich es da auch sehen. Aber hier sehe ich eben in Orange dargestellt, dass hier der Verkehr etwas langsamer läuft. Und wenn ich mal jetzt die letzte Route hier anklicke, dann sehe ich das hier an den Stellen genauso. Alles, was nicht blau ist, ist quasi dann stockender Verkehr. Und je nach Farbausprägung halt, also rot ist, glaube ich, fast stehender Verkehr. Also das sehen wir mal hier unten zum Beispiel. Da ist rot, gar nicht mehr orange. Was halt auffällt, ist, dass nur auf den ausgewählten Strecken jetzt der Verkehr angezeigt wird, nicht auf der ganzen Karte. Wenn ich das gerne hätte, dann klicke ich hier oben in das Menü und wähle hier Verkehr aus. Und siehe da, man sieht es auf der ganzen Karte und kann überall schauen, wie gerade der Verkehrsfluss ist. Und das ist die aktuelle Situation. Und da gibt es jetzt einen Trick, nämlich wenn man hier unten mal schaut, da ist im Moment Live-Traffic ausgewählt. Das heißt, gerade die aktuelle Situation. Kann ich aber hier Typical Traffic auswählen und kann hier einen Wochentag und eine Zeit angeben, um mal so eine Prognose zu haben, wann denn der Verkehr am schlimmsten ist. Zum Beispiel kann ich hier Sonntag angeben und ziehe das auf irgendeine Zeit. Und so kriege ich eben von dieser Zeit, von diesem Tag, den erwarteten Verkehr oder den Verkehr, wie er zu dieser Zeit normal ist angezeigt. Ich gehe mal auf Friday, vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen Feierabendverkehr rein. Wählen wir mal 5 Uhr aus. Ja, viel sieht man nicht, die Autobahnen sind immer ein bisschen grün, aber man kann ja ein bisschen reinzoomen, zum Beispiel hier bei München. Genau, da sieht man dann alles rot. Jetzt wähle ich da mal eine Zeit viel später aus, da wird es dann schon wieder grün. Also so kann man sich so auch Prognosen geben lassen, zu welcher Tageszeit an welchem Tag das so aussieht. Das gleiche schauen wir uns jetzt mal bei Here Maps an. Das habe ich auch offen. Und da gehe ich jetzt im Detail gar nicht mehr so drauf ein. Hier nur schnell gesagt, hier rechts unten hat man so ein Auswahlfenster, das nennt sich Map View. Da klicke ich drauf und klicke hier auch auf Verkehr, English Traffic. Und habe dann genau wie bei Google die gleiche Ansicht und kann mir hier den Verkehr anzeigen lassen. Ich habe hier aber noch keine Funktion gefunden, dass man hier sich das so schön nach Tageszeiten anzeigen lassen könnte.